Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Heute möchte ich euch ein paar Ausschnitte zeigen von, naja, da ist das Problem. Ich wusste nicht genau, wie ich es auch im Titel nennen soll. Es ist kein wirkliches Anti-Schreck-Training gewesen. Es ist auch kein wirkliches Ballspiel gewesen. Es ist irgendwie eine Kombination geworden aus beidem. Ich habe ja für Q einen Spielball bestellt gehabt für die Box und dachte bei dem einen Tag beim Laufen lassen, komm, den nimmst du jetzt mal mit in die Halle, schmeiß den mal so ein bisschen mit dazu, vielleicht hat er ja irgendwie die Anwandlung, damit zu spielen. Das Fazit, er interessiert sich eigentlich nicht wirklich dafür, also für diesen Ball. Er trägt ihn in der Box von A nach B in die Ecke, falls er ihm irgendwie im Weg liegt, aber so richtig als Spielzeug nutzt er es nicht. Da nutzt er lieber irgendwelche Eimer auf dem Paddocks. Aber ja, und deshalb habe ich das eigentlich den Ball mit in die Halle geworfen. Und dann wollte ich ihn so ein bisschen animieren und habe irgendwann angefangen, so mit dem Ball quasi zu ihm hin zu rollen zu wollen, so anzuschubsen. Und dann ist der Ball ihm hinten in die Beine gefallen und was weiß ich was. Und er hat sich einfach nicht dafür interessiert. Ich habe dann abends gedacht, weißt du was, Junge, morgen kriege ich dich dran, morgen nehme ich mal den großen Gymnastikball mit und dann schauen wir mal, ob du da auch noch so cool bist. Und habe gedacht, ich finde endlich eine Aufgabe, mit der ich jetzt irgendwie anfangen kann, richtig mit ihm zu üben, weil ich dachte, das wird er bestimmt gruselig finden und er wird es bestimmt furchtbar finden. Und da kann ich wirklich mal viele Tage und Wochen dran arbeiten und was passiert ist, seht selbst. Thank you.
Also er ist halt einfach schwer zu beeindrucken. Natürlich ist das jetzt noch keine richtige, so wie bei Ruby, den ich frei hinstellen kann, den ich mit dem Ball abwerfen kann oder sonstiges. Aber hallo, das Pferd ist drei. Was ist los mit dem? Also, klar, sind das schöne Sachen, mit denen ich noch weiter arbeiten kann. Aber ich werde dieses Anti-Schreck-Training, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich momentan keinen besseren Ausdruck dafür habe, auf jeden Fall fortsetzen und werde das jetzt ausbauen mit Poo-Nudeln und was weiß ich was alles, um irgendwie zu gucken, mit was sich dieses Pferd so ein bisschen mal aus der Fassung bekommt und eben wie schnell ich ihn wieder dazu bekomme, mir zu vertrauen, dem Gegenstand zu vertrauen. Also eigentlich ist das so ein, ja, eigentlich auch Vertrauenstraining, ne? So wirklich so, weil im Moment findet er halt einfach nichts gruselig, was ja jetzt auch nicht so grundlegend verkehrt ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und natürlich alles für euch filmen, damit ihr seht, wie auch da sich das Pferd weiterentwickelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war es eigentlich auch schon und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.